Gesamte Volkswirtschaften heim, kann das System kollabieren.
Krise gezeigt hat. Denn unsere Welt ist fragiler, als wir denken. Schon kleinste Fehler können eine Katastrophe auslösen und sie ins Chaos stürzen. Nassim Nicholas Taleb, einer der vielleicht klügsten, kritischsten und innovativsten Denker inner- und außerhalb der Finanzwelt, zeigt in seiner luziden und bahnbrechenden Schrift, dass wir jederzeit mit schwarzen Schwänen rechnen sollten. Gnadenlos und trennscharf arbeitet er die Schwachstellen unseres Systems heraus und lässt uns nicht zuletzt Prognosen gegenüber skeptisch sein. Ja, also auch sehr, also ist es auf jeden Fall kein Roman oder irgendwas für jedermann, schon sehr spezifisch. Für meine Richtung, sag ich mal, also ich, sagt man das dann, ich habe im Bachelor Wirtschaftswissenschaften studiert, bin ich dann Wirtschaftswissenschaftlerin? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, auf jeden Fall für meine Richtung ist das, denke ich mal, sehr, sehr interessant. Oder für alle, die sich mit Wirtschaft, Finanzen und sowas auseinandersetzen. Und, die Sunday Times hat dazu gesagt, eines der 12 einflussreichsten Bücher seit dem Zweiten Weltkrieg. Und die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, am Ende sind die Leser ein gutes Stück schlauer und wahrscheinlich ein bisschen skeptischer, was Prognosen angeht. Ob ich es empfehlen kann, sei mal dahingestellt, ich habe es noch nicht gelesen. Aber wie gesagt, ich habe sehr viel Gutes gehört. Übrigens ist euch wahrscheinlich auch aufgefallen, ich habe hier mal eine Lichterkette in den Hintergrund gehangen. Ja, sieht sehr amateurhaft aus. Ich würde auch voll gern so einen Hintergrund haben, also so ein Tuch irgendwie mit so Sternen und sowas. Mal gucken, ob ich mir das irgendwann mal hole. Mal schauen. Wäre auf jeden Fall cool. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, wenn das so ein Sternenhimmel quasi als Hintergrund wird oder ob euch das egal ist. Als nächstes. Oh Gott, ich hoffe, das war nicht zu laut. Als nächstes haben wir dann auch etwas, ja, was vielleicht nicht alle zu Hause haben, aber wenn man etwas in Richtung Wirtschaft studiert, haben sollte, ist natürlich kein Muss, aber ja, für Prüfungen oder so braucht man es immer wieder, das gute alte Handelsgesetzbuch, das HGB. In der aktuellsten Fassung, die 13. Auflage 2021, musste ich mir jetzt holen für die Prüfung. Ich hatte es tatsächlich schon. Das war aber so ein gebündeltes Gesetz und wir dürfen eben nur das HGB benutzen, deswegen ging das nicht. Und daher jetzt nur das HGB. Ist auf jeden Fall super spannend. Alles voller Gesetze.
Sinne dieses Gesetzbuchs ist, wer ein Handelsgewerbe betreibt. Ja, und dann Absatz 2, Handelsgewerbe ist jeder Gewerbebetrieb, es sei denn, dass das Unternehmen nach Art oder Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht erfordert. Ja, also die Definition eines Kaufmanns erstmal ist natürlich super langweilig. Ja, braucht man aber leider. Gut, als nächstes habe ich dann die guten alten grüner Teekapseln. Die hatte ich ja schon öfter mal als Trigger in einem Video. Aber ich finde diese Tablettenverpackung super entspannt. Aus der Klausurenphase rauszuholen, und das
jetzt schon mit dem Video. Ich sehe, das geht jetzt auch schon 17 Minuten und wahrscheinlich guckt sich das eh niemand bis zum Ende an. Von daher, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, falls ihr das jetzt noch mitbekommt. Und ja, wie gesagt, entschuldigt, falls nicht regelmäßig Videos kommen. Ich versuche mein Bestes zu geben. Die Klausurenphase dauert auch nur dieses Mal 2 Wochen, Gott sei Dank. Also es ist Gott sei Dank schnell vorbei. Ich denke mal so, Mitte September bin ich durch mit allem. Und dann habe ich auch wieder ein bisschen mehr Zeit, Videos zu drehen. Vielleicht kommen dann auch mal 3-mal die Woche Videos, das weiß ich noch nicht. Kann ich noch nicht einschätzen und auch nicht versprechen. Ja, aber ansonsten danke fürs Zusehen. Euch noch einen schönen Abend und wir hören uns dann beim nächsten Video.